Die einen spendieren ihren neuen Modellen mehr Leistung, die anderen nehmen lieber etwas PS weg. Und beides hat seinen Reiz. Und damit herzlich willkommen bei Autobild TV, das Magazin mit diesen Themen. Plus Audi S8 mit mehr PS. Gleich schräge SUV im Coupé-Duell. Und Minus, weniger ist mehr McLaren. Mercedes S-Klasse und 7er BMW sind schon lange nicht mehr allein. Der Audi A8 ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Luxusliga. Ende nächsten Jahres wird die vierte Generation auf den Markt kommen. Und das ist Grund genug für die Ingolstädter, ihren jetzigen Luxusliner noch mal so richtig schön abzufeiern. Mit einem Motor, der erstmals beim größten Audi die 600 PS-Marke knackt. Viel hilft viel. Den alten Spruch unseres Chemielehrers hat sich Audi offenbar zu Herzen genommen und spendiert dem S8 zum Herbst seines Lebenszyklus noch einmal ein frisches Herz in Form eines überarbeiteten Motors. Nur wer genau hinschaut, erkennt, dass das kein gewöhnlicher Audi S8 ist. Ich stehe neben dem brandneuen Audi S8 Plus. Woran erkennt man den? Zum Beispiel an den Carbon-Rückspiegeln oder den 21 Zoll Felgen, die es nur für das Plus-Modell gibt. Und was bedeutet Plus bei Audi? Natürlich in erster Linie mehr Leistung. 605 PS in diesem Fall. Und damit will Audi dem S63 AMG von Mercedes ordentlich Konkurrenz machen. Unter der Haube arbeitet weiterhin ein 4 Liter V8 Biturbo, aber jetzt eben mit 85 PS mehr. Dazu hat er 700 Newtonmeter Drehmoment und kann per Boost-Funktion sogar noch einmal 50 Newtonmeter mehr aktivieren. Von 0 auf 100 sprintet er in 3,8 Sekunden und die Topspeed liegt bei 305 km/h. Eigentlich ist er quasi ein RS8, aber den Namen wollten die Audianer ihm wohl dann doch nicht geben, weil er immer noch eine Luxuslimousine und damit komfortabel ist. Nur eben mit einer Extraportion Pfeffer im Auspuffrohr. Dass dieser S8 Plus genauso viel Leistung hat wie ein Ferrari 458 Speziale und trotzdem kann ich mit 4 Leuten bequem in Urlaub fahren, mich hier vorne massieren lassen und wenn ich will, dann bin ich in 3,8 Sekunden auf 100. Dabei fällt er gar nicht unbedingt auf und wem die 21 Zöller und die Carbon-Anbauten schon zu viel sind, der kann sogar auf den Plus-Look verzichten und einfach auf das Outfit des S8 zurückrüsten. Was man allerdings immer serienmäßig bekommt, ist die neue Bremsanlage mit Keramikscheiben, den Sportauspuff und ein umfangreiches Assistenzpaket. Mit dem Audi S8 Plus hat man überall einen guten Auftritt. Das ist eine Luxuslimousine im dezenten Sportdress, die sich per Tastendruck zum Sportwagen Schreck entwickelt. Nicht umsonst bietet Audi den S8 Plus nicht in der Langversion an. Das ist ein Auto, das muss man selber fahren. Das ist für Fahrer gemacht und wer da hinten Platz nimmt, der ist selber schuld. Wer sich also nicht schuldig machen möchte, muss 145.200 Euro an Audi überweisen. Klingt erstmal teuer, aber man kann sich den S8 Plus auch schön rechnen. Wenn man die Anhebung auf 305 km/h und die diversen serienmäßigen Extras nämlich einzeln einkaufen würde, kostet der Wagen schon über 160.000 Euro. Der Plus ist im Paketpreis also ein Schnäppchen. Nur, falls Sie noch Argumente für den Kauf dieses Luxussportlers brauchen. Es müssen gar nicht immer mehr PS sein. Die Jagd nach stärkeren Autos kontert die britische Rennwagenschmiede McLaren jetzt mit einem Einstiegsmodell. Der hat sogar weniger PS als der Audi S8 Plus eben. Alles zum neuen Sportwagen für den Alltag zeigen wir Ihnen gleich. Irgendwie schräg, haben viele gedacht, als BMW den X6 auf den Markt gebracht hat. Man hatte sich ja gerade erst an die ganzen SUV im Straßenverkehr gewöhnt. Und jetzt kommt da einer und schneidet quasi die Hälfte vom hinteren Dach wieder ab. Aber der Wagen hat sich so gut verkauft, dass Mercedes sich daraufhin gedacht hat, das können wir doch auch. Und jetzt mit dem GLE Coupé angreifen möchte. Die Frage ist nur, wer ist denn nun besser? Das Original oder der Neue? Es ist eine Frage des Geschmacks. Vom BMW X6 kennen wir diese provokante Mischung längst. Mercedes zieht mit seinem SUV Coupé nach. Zu lukrativ die Marktnische, als dass man sie dem Erzrivalen überlassen wollte. Das ist der neue Mercedes GLE als Coupé. Zum ersten Mal konnten wir das Auto fahren in einem ungetarnten Zustand. Wir haben das Modell mit dem Dieselmotor gewählt, den 350D mit dem 3 Liter Dieselmotor und haben dazu den BMW X6 auch mit 3 Liter Diesel
dazu genommen, um einen ersten Vergleich zu haben. Die Frage lautet, ist der Mercedes einfach nur eine Kopie des BMW X6 oder hat er einen eigenen Charakter? Aus ein paar Meter Entfernung betrachtet, sieht das Riesending ja noch coupé-mäßig normal aus. Gar nicht so elefantös wie erwartet. Formal folgt es den bekannten Mercedes-Trends. Vorn ein Actros-verdächtiger Grill, viele Kurven und Sicken, heckseitig ein rundliches Fenster und schlanke Leuchten, wie bei den aktuellen Coupés des Hauses. Drinnen erwartet einen große Gediegenheit. Da unterscheidet sich das Coupé nicht wesentlich vom gewöhnlichen GLE. Das Cockpit paart Funktionalität mit jener Deluxe-Atmosphäre, die dem Eigner das Gefühl gibt, das viele Geld gut angelegt zu haben. Wer den ML kennt, wird aber ernüchtert. Mal abgesehen vom 8 Zoll großen Bildschirm, der frei auf der Mittelkonsole thront, hat sich nicht wirklich viel geändert. Bequeme Sitze hat das Coupé auch hinten, wo die Kopffreiheit immer noch ausreicht. Trotz des Flachdachs eignet sich diese GLE-Variante uneingeschränkt für den Transport von 4 Erwachsenen, wenn nötig inklusive Reisegepäck. Ins Heck gehen mindestens 650 Liter Gepäckvolumen, bei umgeklappten Rücksitzen sogar 1720, vorausgesetzt natürlich, es gelingt die Lasten in den oben liegenden Laderaum zu wuchten. Der Schwenk zum X6 zeigt den entscheidenden Wesensunterschied. Bei aller Wuchtigkeit mutet der BMW von außen betrachtet zierlicher an, handlicher und sportlicher. Und dieser Eindruck setzt sich im Inneren fort. Vorn sitzt man tiefer und es geht insgesamt enger zu, vor allem aber im Fond, wo es an Kopf- und Fußraum mangelt. Viel mehr als im Mercedes kommen hier Coupé-Gefühle auf. Ähnlich sind die Verhältnisse jenseits der Rücksitze, wo auf einem nicht ganz ebenen Ladeboden zwischen 580 und 1525 Liter reinpassen. Auch nicht schlecht zugegeben, aber eben deutlich weniger. Schwer zu glauben, dass der minimal flachere X6 die gleichen Ausmaße besitzt wie das GLE Coupé. Immerhin ist der Bayer leichter, laut DIN um 120 Kilo. Macht dann 2,14 Tonnen. Auf die Straße mit dem GLE Coupé und ein Blick auf das Datenblatt. Hubraum 2987 Kubikzentimeter, Leistung 258 PS. Von 0 auf 100 geht es in 7,1 Sekunden. Topspeed 225 km/h. Der Verbrauch soll bei 6,9 Litern liegen. Der Preis 66.700 Euro. Und was bekommt man für sein Geld? Ja, das Auto wirkt schon auf den ersten Metern eine halbe Nummer größer. Man sitzt höher. Das ist einfach ein größeres Auto, ein größeres Kaliber, hat man den Eindruck zumindest. Es stimmt natürlich auch den Maßen nach, aber man spürt es. Und es ist komfortabler, es ist leiser, der federt besser an. Die kurzen Wellen auf der Autobahn und auf den Landstraßen bügelt er besser glatt. Im Komfortmodus ist die Luftfederung ziemlich weich, also das Auto schwebt leicht, das mag nicht jeder. Aber es bietet halt einen sehr guten Komfort und wenn das schwebende Gefühl nicht stört, der fühlt sich sehr wohl. Im Sportmodus ist er straffer, angenehm, aber nicht zu straff. Also die Abstimmung ist sehr gut. Man hat zwei Programme zur Wahl, die sehr gut die Realität auf der Straße treffen. Nicht übertrieben sportlich das eine und sehr komfortabel das andere. Der Motor zieht schön, also der ist ein bisschen leiser als der BMW-Motor. Aber das ganze Auto fühlt sich schwerer an, auch wenn man Kurven fährt beim Richtungswechsel. Es ist nicht wirklich unhandlich, aber der BMW ist da ein bisschen zackiger und etwas leichtfüßiger. Und wie fühlt sich der BMW an? Auch hier der Blick auf das Datenblatt. Hubraum 2993 Kubikzentimeter. Leistung 258 PS. Von 0 auf 100 sprintet der BMW in 6,7 Sekunden. Topspeed 230 km/h. Der Verbrauch 6 Liter Diesel. Der Preis 66.900 Euro. Der BMW hat eigentlich das typische Markengefühl, auch dieser große, schwere X6. Er fühlt sich leichter an, als er ist und auch handlicher, als er aussieht. Das spürt man überall. Es ist kein Sportwagen. Er hat eigentlich überhaupt nichts wirklich Sportliches an sich. Kostentechnisch liegen die beiden nicht weit auseinander.
Also man kann jetzt schon sagen, der Mercedes GLE in dieser Coupé-Variante ist kein X6-Klon. Er ist bequemer, komfortabler, hat mehr Platz, er hat einen eigenen Charakter, mehr gefühlt mehr ein schwerer Wagen als ein Sportwagen, während der BMW seinem Markenimage gerecht wird und etwas handlicher wirkt, aber auch härter gefedert und unkomfortabler. Das bessere Reiseauto ist der Mercedes und er hat dieses typische Mercedes-Gefühl, was man eigentlich erwartet, auch bei einem Offroad-Coupé wie diesem. Der Vater des SUV-Coupé, der BMW X6, ist sportlicher, aber weniger alltagstauglich. Für beide Autos gibt es für die Käufer solide und rationale Gründe. Und wenn es nach der eingangs zitierten Frage des Geschmacks geht, ist der Mercedes am Ende dieses Vergleichs eine Spur bekömmlicher. Wer diesen Namen hört, der denkt eigentlich immer sofort an die Formel 1, McLaren. Inzwischen haben die Briten aber ein paar eigene Autos auf den Markt gebracht. Und sie etablieren sich so ganz langsam aber sicher als eigenständiger Autohersteller. Und jetzt fallen auch noch die Preise. Wobei das bei McLaren in etwas anderen Dimensionen passiert. Basismodell. Einstiegspreis klingt nicht gerade sexy. Wenn die abgespeckte Version eines Autos allerdings so aussieht, wird es aufregend. Wenn McLaren draufsteht und Formel 1 Technik drunter steckt, dann kribbelt es in den Fingern. Genau, wenn man diesen Schlüssel hier in Händen hält. Mein Fuß, der möchte natürlich sofort aufs Gaspedal, aber er muss sich noch ein bisschen gedulden. Das hier ist der 570S von McLaren, der Begründer der Sport Series. Was soll das denn sein? Es gibt die Ultimate Series. Das ist der P1 mit über 900 PS. Dann gibt es die Super Series. Das sind der 675 LT und der 650S mit jeweils über 600 PS, wie der Name schon sagt. Und dann gibt es eben den hier. Das ist der Low-Budget McLaren, wenn man so will. Das ist kein reinrassiger Racer mehr, kein Track-Tool, sondern angeblich ein Sportwagen für den Alltag. Während die meisten Autohersteller erst ihr Basismodell auf den Markt bringen und danach den Kunden mit immer stärkeren Versionen das Geld aus dem Portemonnaie entführen, machen die Engländer, quasi typisch britisch, es genau andersrum. Erst kommen die kompromisslosen Sportgeräte und jetzt wird es günstiger. Aber das ist ja nicht unbedingt schlechter, sondern nur anders. Merkt man schon beim Einsteigen. Die Flügeltür, die kennt man von McLaren, aber jetzt kommt's. Wenn ich hier einsteigen möchte, kann ich mit meinem Fuß einfach so durchgleiten. Jetzt sagen Sie, das ist doch eigentlich völlig normal. Bei McLaren nicht ganz, nämlich normalerweise ist hier eine dicke Carbonflanke. Kennt man vielleicht von der Formel 1, wenn die Piloten ihre Boliden entern. 8,5 cm niedriger ist dieser Einstieg als zum Beispiel beim 650S. Das heißt, die Ingenieure haben hier richtig was weggenommen. Dadurch mussten sie es auch ein bisschen verstärken, ein bisschen versteifen. Das hat Gewicht gekostet, aber es ist eben deutlich komfortabler. Und es vermeidet so ein bisschen peinliche Akrobatikeinlagen beim Einsteigen, wenn man in sein eigenes Auto nicht mehr reinkommt. Oder noch viel schlimmer, am Ende gar nicht mehr raus. Der 570S ist vor allem für die USA, Asien oder die Londoner Innenstadt gedacht. Da, wo man sich so ein Auto eben leisten kann, um es jeden Tag zu fahren. Und nicht unbedingt nur für die Sammlung oder die private Rennstrecke. Ob der Wagen wirklich alltagstauglich ist, können wir direkt bei der Abfahrt vom Hotel schon testen. Denn dankenswerterweise hat der Architekt hier Kopfsteinpflaster verlegen lassen. Und da kann man dann mal gucken, ob der Zahnarzt richtig gearbeitet hat, ob hier die Krone D6 Oklosal noch hält. Und man muss sagen, es ist keine Sänfte, aber das hat jetzt auch keiner erwartet. Aber ich fühle mich nicht unwohl. Es wackelt ein bisschen, aber es ist durchaus noch bequem. Klar, der 570S ist keine Sänfte. Aber aufsetzen tut er eben auch nicht. Und wenn mal größere Hindernisse im Weg sind, kann er ja immer noch per Knopfdruck die Nase ein wenig anheben. Im städtischen Umfeld fühlt er sich auf jeden Fall nicht völlig deplatziert.
Wissen Sie, worauf man bei McLaren ganz besonders stolz ist? Auf diesen Innenraum. Der wirkt sehr, sehr luftig, sehr clean. Hier gibt es kaum Knöpfe. Das meiste, das macht man über das zentrale Touchpad hier. Ansonsten hat man hier vorne noch einen Monitor. Da kann man dann die Geschwindigkeit und den Drehzahlmesser angucken. Es gibt auch Ablagefächer. Hier zum Beispiel in der Tür. Da kann man dann so eine kleine Flasche Wasser reinstecken. Die kann man aber auch in den Becherhalter stecken. Also alles an Bord. Sogar Schminkspiegel gibt es hier. Natürlich nicht nur auf der Fahrerseite, sondern ganz klar auch auf der Beifahrerseite. Kleine Anmerkung noch, ist ein bisschen kurios für McLaren, für alle anderen nicht. Es gibt hier erstmals zwei Scheibenwischer. Braucht man normalerweise beim Kleinwagen nicht so viel Geld für ausgeben. Aber bei McLaren ist das was Besonderes. 11 Tage brauchen die Engländer, um so einen Renner in Handarbeit zusammenzubauen. Da steckt viel Liebe drin und sogar ein bisschen Platz. Zum Thema Alltag gehört hier auch immer Praxistauglichkeit. Und deswegen hat McLaren, Achtung, diesem Auto ein bisschen mehr Kofferraumvolumen spendiert. Jaha, also ein bisschen mehr als ihren bisherigen Modellen, muss man sagen. Insgesamt sollen hier 150 Liter reinpassen. Man drückt also auf ein kleines Knöpfchen am Schlüssel, dann geht die Haube auf und zack, haben wir hier einen wundervollen Kofferraum. Natürlich vorne, weil hinten ist ja der Motor. Die Frage ist nur, wie viele Wasserkästen gehen denn da so rein? Also mehr als 3 Wasserkästen kriegt man dann da nicht rein. Und die sind zugegebenermaßen auch noch sehr flach hier. Die eine muss sogar schon hochkant stehen. Also so einen richtig riesigen Kofferraum hat man dann doch nicht. Und ich kann jetzt schon mal verraten, ein Golfbag, das sehe ich nicht. Aber hinter den Sitzen gibt es noch eine kleine Ablage, vielleicht für ein 7er Eisen oder so. Aber wer will schon auf den Golfplatz, wenn er mit diesem Auto auf eine freie Landstraße trifft? Das muss der Alltag für den 570S sein. So muss er stattfinden. Den 3,8 Liter V8 Biturbo übernimmt das neue Basismodell vom großen Bruder 650S. Und auch wenn er hier 80 PS weniger leistet, hat er immer noch 600 Newtonmeter Drehmoment und fliegt in fast sagenhaften 3,2 Sekunden auf 100. Die 200 steht gerade mal nach 9,5 Sekunden auf dem Tacho. Und auch wenn das wohl kein Kaufargument ist, im EU-Zyklus kommt der Carbon-Sportler mit 10,7 Litern Benzin aus. Da brauchen sich die Engländer zumindest auch vor Spritsparmeistern wie Porsche nicht zu verstecken. Was macht dieses Auto aus? Was ist sein Charakter? Ich würde mal sagen, die Leichtigkeit. Die Leichtigkeit des Seins. Er hat ein Leistungsgewicht von gerade mal 2,3 Kilo pro PS. Also nur mal zum Vergleich. Ein Porsche Turbo S, der schleppt schon 2,9 Kilo pro PS mit sich herum. Was fällt mir sonst noch auf? Diese Lenkung, die ist wahnsinnig präzise. Das kriegt McLaren irgendwie immer noch mal einen Tick besser hin als alle anderen. Und das Getriebe, das merkt man eigentlich gar nicht. Das ist komplett unaufgeregt. Man hat fast das Gefühl, man wäre ein wahnsinnig guter Autofahrer. Allerdings muss man fairerweise sagen, das meiste regelt dann hier doch die Elektronik. Wenn man die dann ausstellt, das heißt, von Normal auf Sport oder sogar Track-Modus geht, das ESP ausmacht, dann sollte man doch ein bisschen Rennstreckenerfahrung mit sich bringen, weil dann kann das Auto richtig biestig werden. Damit kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Der Wagen gehört in Wirklichkeit auf die Rennstrecke. Und dass er das kann, das zeigen diese Bilder. Aber McLaren will ja eigentlich, dass man den 570S zum Shoppen mitnimmt oder die Kinder zum Sport fährt. Ja, das kann er auch, aber irgendwie ist er dafür fast zu schade. Trotzdem wird er wohl deswegen gekauft werden. 181.750 Euro kostet er. Schon 1.000 Vorbestellungen gibt es und mit mindestens 6 Monaten Wartezeit muss man ab der Unterschrift im Kaufvertrag rechnen. Am Ende des Tages fehlt eigentlich nur noch die Antwort auf die Frage, ist das jetzt ein Alltagssportler, ja oder nein? Ich würde mal mit einem Jein antworten. Natürlich ist der hier komfortabler als der hier. Der 650S, der große Bruder, der ist dann doch noch mal mehr Racer. Mit dem kann man auch im Alltag unterwegs sein, aber nach 2-3 Tagen wünscht man sich dann doch vielleicht was Bequemeres. Das kann der hier leisten.
aber dafür muss man 2 bis 3 Dinge beachten. Zum einen, ich würde mich nicht für die Schalensitze entscheiden. Die passen zwar wie angegossen und möchte damit eigentlich ins Bett gehen, weil die so gut sitzen, aber wenn ich damit jeden Tag unterwegs bin, dann möchte ich doch vielleicht was Bequemeres, vielleicht was mit einer elektrischen Sitzverstellung, vielleicht eine Sitzheizung. Es gibt ein Luxuspaket, dafür würde ich mich entscheiden. Zum Zweiten, der hat natürlich die Rennsportgene von seinem großen Bruder geerbt. Das heißt, das wird kein Himmelbett. Eine gesunde Härte muss man einkalkulieren. Und zum Dritten, wenn man mit dem schnell unterwegs sein möchte, und das möchte man ja, dann kann es da drin schon mal laut werden. Die Dämmung ist jetzt nicht so perfekt, dass man sich bei 200 noch mit seinem Nebenmann unterhalten kann. Wer das möchte, für den ist der Wagen nichts. Wer den Sound erleben möchte, der muss den hier kaufen. Diese Auspuffmusik ist nämlich besser als der viel kritisierte Motorsound beim 650er. Auch wenn der McLaren lautstärkentechnisch immer noch nicht ganz so dick aufträgt wie ein Lamborghini zum Beispiel oder ein AMG, wer noch 1,5 Jahre abwarten kann, bekommt den direkten Zugang zum Motorsound. Dann kommt nämlich der Spider. Und wem dieser hier zu teuer ist, der kann auch auf die 30 PS schwächere Version warten. Obwohl der neue 570S eigentlich schon fast ein Schnäppchen ist, immerhin kostet er gut 50.000 Euro weniger als sein größerer Bruder. Und die 80 PS weniger im Vergleich zum 650S sind im Alltag leicht zu verschmerzen. Diese neue Sport Series ist quasi so eine Art Preis-Leistungssieger für McLaren-Kunden und trotzdem noch immer ein sehr, sorry, aber das muss an dieser Stelle gesagt werden, geiles Vergnügen. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. In der nächsten Woche zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Traum vom gebrauchten 911er Porsche verwirklichen können und worauf Sie dabei achten sollten. Außerdem können Sie sich auf das Facebook für Autofans freuen. Da bekommen nicht Sie ein Profil, sondern tatsächlich Ihr Wagen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine wundervolle Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.